Lehnen Sie sich zurück und erleben Sie die erste virtuelle Rundfahrt durch das London des Getaway-Universums. Die uns vorliegende spielbare Demo umfasste zwar nur einen kleinen Abschnitt vom Anfang des Spiels, eines wurde dennoch ziemlich deutlich. Sonys Vorhaben, mit dem Actionspiel The Getaway einen interaktiven Film auf die PS2 zu bringen, spiegelt sich nicht nur in der spannenden Story, sondern auch im nicht ganz alltäglichen Gameplay wider. So hilft beispielsweise weder eine Karte noch ein Richtungspfeil bei der Orientierung im Großstadtdschungel. Stattdessen macht sich ab und zu der Blinker selbstständig und weist darauf hin, wo sich das Ziel befindet, sofern ihnen die überempfindliche Polizei diesen nicht bei einer Verfolgungsjagd kaputt gemacht hat. Bildschirmanzeigen gibt es auch dann nicht, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Wie es um ihre Munitionsvorräte steht, können sie allenfalls schätzen. Und ihr Gesundheitszustand leitet sich vom Gang des Protagonisten ab. Leider ist das Zielsystem in den Feuergefechten relativ kompliziert und oftmals sehen sie gar nicht, auf wen sie eigentlich schießen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, lässt sie die verworrene Kameraführung im Stich. Auch die Grafik kann den hohen Erwartungen derzeit nicht gerecht werden. Die Stadtteile Londons sind zwar detailgetreu nachgebildet, wovon Sie sich in unserer Special-Rubrik überzeugen können. Die Szenarien wurden allerdings mit ziemlich matschigen Texturen überzogen. Auf den ersten Blick wirken die Straßenzüge ziemlich lieb und trostlos. Und das ständige Ruckeln trägt auch nicht gerade zur Ehrenrettung bei. Bleibt nur zu hoffen, dass Sony technisch noch einiges verbessern wird. Denn in puncto Realitätsgrad, Spielkonzept und Story ist The Getaway top. Hello. What? Yeah, alright, I'm listening. Rise and shine, Marky boy. You got work to do.